Ah, da sind wir wieder mit vollgeschlagenem Bauch nach dem lecker Grillfest. Paar Würstchen und paar Rippchen, ne? Ja, also wir haben sogar so viel gegessen, dass von Durot nur noch Knochen über ist. Genau, genau. Er hat so viel vertilgt, ey, ist der Hammer. Deswegen müsst ihr euch jetzt mit der Frau erstmal abgeben. Der jetzt hoffentlich mal weitergeht. Du kannst auf einem Dach nicht laufen. Ich kann aber auf einem Dach draufspringen, wenn die Schwerkraft das müsste. Ihr seht hier, er ist so fett, er kommt nicht mehr über das Dach hoch, vom ganzen Grillen. Okay, gucken wir mal, Bord öffnen. Vorsicht! Da schießt dir jemand was in den Arsch. Muss das Fass, nimm das Fass. Zünde doch das Fass an. Genau, weil der hat ein Schild. Der ist zu weit weg. Naja, gut. Alter, wie lange das scheiß Fass braucht, um zu explodieren? Ich kann's ja löschen. 5 Jahre später, da ist ein Herzchen. Nimm dir das Herzchen. Kannst doch löschen. Jetzt geh einfach wieder. So, was? Oh, pass auf, da ist wieder ein Kanonier. Er hat stark an Ursail. Slow! Yeah! Wir wollten schon alle mal Slow-Motion-Pfeile sehen. Falscher. Oh. Ganz schön niederträchtiges Schwein bist du. Ui. Ja, nicht gereicht. Der Sprung war scheiße. Erstmal machen wir den hier. Ich werde auch eh gedrückt halten. Nein, du darfst es nicht gedrückt halten. Das erlaube ich dir nicht. Ja. Komme ich jetzt hier runter? Weiß ich nicht. Oder rüber. Sag es mir. I don't know. Ich habe gerade keine erdenkliche Lösung dafür. Außer Kistenbauen. Du weißt. Alles ist Kistenbauen. Kisten haben die Macht. Da unten ist ein Hebel, ne? Das siehst du, oder? Der war schlecht gezielt. Den müsstest du aktivieren. Spring doch jetzt einfach da rein. Ich hab's mir schon gedacht, aber Versuch war's wert. Fürs Vaterland. Ach nö. Wieder da hoch. Bist du schwer weg.
wird nicht funktionieren, wenn wir jetzt beide hier sind. Ach Gott, ich hab's geschafft. Warum lässt du mich nicht eigentlich erstmal machen? Weil das ist doof, wenn du da mit raufspringst. Tja, ich gehofft. Ja, ich war ein schneller. Umbringen. Ja, es hat nichts mit schneller zu tun. Du hast, glaube ich, das Prinzip auseinandergebracht. So, umbringen wir auch nicht. So, jetzt müsstest du von da oben eigentlich schaffen, auf die Plattform zu jumpen. Wenn du es mal schaffst, auf die Plattform zu kommen. Ich bin tot. Das ist mir bewusst. Warum hältst du dann den Felsen dagegen? Weil ich gucken wollte, ob der Hebel bleibt, aber... Nee, das ist jetzt der... Hier bleibt er nicht. Mach das ohne Feld. Nicht trocken. Es geht da durch. Scheiße. Kannst du mir mal eine Kiste entzaubern? Kurz. Ich kann den Hebel nicht loslassen. Lass mal los den Hebel und zauber mal eine Kiste ungefähr kurz vor meinem... Ja, ein bisschen tiefer, noch. Ja. Noch ein Stück nach rechts. Noch ein Stück zurück. Ungefähr an den Rand, ja. Sehr schön. Ja. Ja. Jetzt kannst du loslassen, die Kiste. Ah, warte, warte. Meine Kiste geht fliegen! Klappst du. Warte mal, du kannst mal die Dings hier holen. Alter, ich guck nicht, guck mal. Was soll ich? Ich lass die hier unten hängen, dann kannst du gleich die Kugel mitnehmen. So, jetzt können wir nochmal da ran. Springst du? Na gut. Weil nicht alles Kirsche ist, was man essen kann. So, warte mal, ich mach mal eine Kiste, dann können wir das andere da auch gleich holen, die Kugeln. Oder wir holen's du. Komm nicht ran! Ich komm nicht ran! Ich komm nicht ran! Boing! Jawohl! Sehr schön! ich glaube, wir müssen irgendwie das Feuer löschen. Ja. Und wir mit dem Brunnen hier. Aber wie? Ich kann kein Wasser rausschöpfen oder so. Kannst du den Stein hier bewegen? Der Magier. Ah! Genau, das hatte ich gerade auch im Sinn. Und ja, könnte ich. Probier mal den vor das Wasser zu schieben. Mal gucken, ob man das wie beim Schlauch, wenn man ein Stück zudrückt, ob man das damit... So, zum Spritzen. Gucken, ob sie sowas bedacht haben. Ja, du musst... nee, ist schon richtig. Du musst bloß von oben kommen. Warte, jetzt muss ich den höher bewegen. Auch. Du musst ein bisschen drehen, glaube ich. Ah. Das ist genial. Ja, es reicht aber nicht. Ich glaube, da muss wieder eine andere Arbeit her. Warte mal. Dann mach doch mal eins, halt mal den Stein kurz hier hin. So, über mich. Höher. Höher. Stopp. Und jetzt gucken wir mal, ob das funktioniert, ob das Wasser dadurch dann schön weitergetragen wird. Nee, das kommt da nicht durch. Das hatten wir nämlich eben schon. Jetzt halt wieder damit versuchen.
Ja, dachte ich mir nämlich, dass das klappt. Reicht schon. Vorsicht, nicht zu weit gehen. Au, au, au! Vorsicht, nicht zu weit gehen! Was war das denn? I don't like that! Da waren Stacheln und das einzige, was noch war, war ein Goblin, der halt, Da guck mal, hier steht die Karre. Ich hab hier Spielzeug. Alter. Soll ich direkt alles kaputt machen? Ach ja. Ja, bring mich um. Ich hab das Ding nicht angerührt. Jetzt schon wieder Levelaufstieg. Nein! So, halte mal hoch. Machen wir mal ein Schwerkraftfeld, dann kann ich nicht drauf treten. Halt die Kiste mal hoch. Ja, ja. Tiefer, 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 tiefer. Tiefer. Bisschen mehr nach rechts. Noch ein bisschen mehr nach rechts. So. Kannst du mich mit der Kiste übrigens bewegen, theoretisch? Nee, kann ich nicht. Dann schiebst du mir mal hier runter, genau. Oh. Feuer! Ja, dass du es so Feuer nennen kannst, ist sehr erbärmlich. Zeig's mir! Slow Motion! Yeah! Oh, war gutes Timing, oder? Ach, geil! Das erinnert mich jetzt gerade an die Version aus Diablo 3. Fürs Vaterland! Oh, oh! Oh oh! Hilfe! Alter! Er ist frei! Er hat mich. Vorsicht, da fliegt eine Billardkugel. Der Checkpoint. Hier ist noch einer. Ach so, das war derselbe. Ich kann sagen, das ist fast oben. Kannst du das Fass mal kurz rausheben? Oder so? Bitte schön. Schön die Dame. Kannst du das hin? Brennt das überhaupt? Das beantwortete die Frage. Drache? Halt! Bleib stehen und hör zu! Wir haben die Margaret! Was? Margaret! Oh, what the paper!
Und zwar schnell! Der Lindwurm wird sich um euch kümmern. Ich wünsche einen guten Flug. Oh, jetzt begreife ich. Du inszenierst das hier nur, damit ich nicht länger böse mit dir bin. Hä? Und denk dran, kommt nicht zurück, sonst ist die Frau dran. Oder reise, wohin auch immer. Und bring endlich das Weib zum Schweigen. Louise überlistet, war das Trio von einem schrecklichen Lindwurm in ferne Lande geflogen. Wohin bringen Sie sie? Die Kobolde hatten gedroht, Margaret etwas anzutun, kehrten die Helden zurück. Feiglinge! Alles Feiglinge! Eine unschuldige Frau zu entführen! Naja, eine Frau. Eine düstere Wendung in der Geschichte der Helden. Eine Unschuldige Frau. Naja, eine Frau. Alter. Soja ist natürlich auch sehr gut. Ich fand's gerade sehr interessant, wie sie reagiert hat. Ja, du inszenierst das alles nur. Es ist gerade entführt worden, aber wir können trotzdem weiter. Ja, zu genial. Genial. Aber ich stelle gerade fest, wobei ich sagen muss, das habe ich schon beim Start festgestellt. Man merkt, die haben nochmal, was die Zwischensequenzen also nochmal angeht, haben so ein bisschen was anders gemacht. Vorher waren die ja immer so ein bisschen gezeichnet. Jetzt sind sie ja doch animiert, muss man sagen, so richtig. Ja. Finde ich aber auch ganz schick. Wobei mir das Gezeichnete auch gut gefallen hat. Aber, ja. Schauen wir mal uns, wo der Lindwurm. Ich finde es sehr interessant, dass sie das Ding wirklich Lindwurm nennen. Weil ein Lindwurm und ein Drache ist ein kleiner Unterschied, glaube ich, eigentlich, oder? Nur ein ganz kleiner. Nur zu 10%. Das fehlt gar nicht auf. Ja, es sind schon, glaube ich, gewisse Unterschiede. Es war ein Lindwurm-Drache. Ein Lindwurm hat, glaube ich, keine Flügel. Der kann, glaube ich, nicht fliegen. Deswegen heißt das Ding ja auch, glaube ich, Wurm. Also, Lindwurm. Du kannst auch nicht fliegen und bist trotzdem kein Huhn. Ich bin aber auch kein Drache. Wer weiß das schon. Die einzigen Drachen auf der Welt, die es wirklich gibt, sind die Hausdrachen, sogenannte Frauen. Komm du mir mal nach Hause, Freundchen. Dann fliegt das Nudelholz, und zwar mit Bumerang, der ich es wiederwerfen kann. Alter. Genau so und nicht anders. Da hast du dann zwei Hörner mehr danach, da kannst du mich richtig stoßen. Jetzt wird's schon wieder pervers. Ja. Weitere Perversitäten und Hausfrauen und Surat in Hausdrachen-Manier werdet ihr in der nächsten Folge kennenlernen. Daher, wir sehen uns. Tschö.